Hier Zwergfürst, das ist von uns. Let's Play Ben erhält das Item VM05 Kaskade. VM05 wurde in der TM und VM Tasche verstaut. Damit kannst du die Kaskade im Kampf einsetzen, selbst wenn du noch nicht im Besitz des Arena-Ohrens von Fractalia City bist. Ich muss los, bis bald. Ja, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engladum zu einem neuen Part Pokémon Y mit dem Zwergenfürst. Ja. Und natürlich misst der Co-Moderator und Let's Play Eller das Meerschweinchen, das sich noch nie vor der Kamera gezeigt hat. Das werde ich vielleicht mal nachholen, wenn ich meine Facecam einsetzen kann. Ja, die ist noch nicht fähig. Mittels Schnittprogramm. Ja, seht die letzten Dwarf-News, dann wisst ihr, was ich meine. Gut, eine Hängebrücke, die werden wir jetzt mal ganz vorsichtig überqueren. Ich habe Angst, dass hier was passiert. Ich wusste es, dass gleich passiert. Heute ist Sonntag, heute ist Pokémon Y. Ich habe mich jetzt entschlossen, auch sonntags mein Pokémon Y-Video hochzuladen. Ja. Es muss vorankommen, weil demnächst kommt Pokémon Sonne online und ja, da möchte ich dann Pokémon Sonne spielen. Ja, ihr habt richtig gehört, Pokémon Sonne. Ich werde Pokémon Sonne spielen. Du weißt bestimmt schon, was jetzt kommt, oder? Ja, das weiß ich sehr genau. Ein Kampf. Oh Mann, gleich zu Beginn einen Kampf. Das liebe ich so in Parts, wenn gleich zu Beginn Kampf kommt. Ich stehe hier in der Hitze mit Winterklamotten, weil ich, ja, mich schon auf die Kälte verbreitet habe. Aber egal. Aber hallo, ich weiß das. Klar weißt du das, wir kämpfen jetzt natürlich. Schließlich sind wir Pokémon-Trainer. Ja, das sind wir. Ein Herausforderung von Pokémon-Trainer Senna, die sich übrigens gar nicht vorbereitet hat und immer noch in Minirock und kurzarmlicher Bluse rumschlawinert hier. Ja. Eneko wird von Senna Pokémon-Trainer eingesetzt. Oh, nur 3 Pokémon. Das ist doch gut, das kriegen wir doch hin. Ich habe ein legendäres Pokémon. Und mein liebes Team hier mit meinen besten Pokémon, die ich seit Beginn an habe. Ein Buddy Slam. Die Zwergenfürst-Armee ist hier. Die gibt nicht so schnell auf. Ne. Meine Armee gibt nicht auf. Die hat mich noch nie enttäuscht, meine Armee. Naja, fast nie. Nie wäre ein bisschen übertrieben, aber fast nie. Dann setz mal Magieflamme ein. Magieflamme. Keine Werbung, kein Produktplacement. Nein. Joa. Nochmal Magieflamme einsetzen. Und macht Zucker aus dir. Dank des EP-Talers auch der Rest des Teams ein paar EP-Punkte. Gut. Nächstes Pokémon. Das ist doch ganz gechillt hier. Das ist, mein Team ist gar nicht mehr so schlecht wie am Anfang und ja, besiegt auch etwas schwerere Pokémon-Teams. Mit nicht allzu großer Mühe. Also schon mit ein bisschen Mühe, aber ja. Manchmal braucht man einen zweiten oder einen dritten Anlauf, aber ja gut. Mein Team ist nicht perfekt.
wäre es schon perfekt. Würde ich mal sagen, Flügelschlag. Los, Justine, setz einfach mal Windhose ein. Vielleicht macht das irgendwie ein bisschen Schaden. Fliegen. Irgendwas wird doch gehen. Ein bisschen Damage kann man hier ein bisschen anrichten. Damage ist besser als Schaden. Das ist sowieso immer am effektivsten. Was? Ach so, ich habe die Attacke von ihr abgeleert. Okay. Sprechen kann ich auch nicht mehr. Lesen sowieso nicht. Perfekt. Lass uns ein Let's Play machen. Sender setzt als nächstes Brigaron ein. Möchtest du einen Pokémon wechseln? Nein, ich möchte mit Justine weiterkämpfen. Oh ja, Justine ist auch wirklich fast schon seit dem ersten Part mit dabei. Das ist wirklich, ich glaube, Nummer 2. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr wisst, welcher Part das war, bei dem Justine dazu kam. Ich glaube, es war Part 2. Das ist Part 1 war es nicht, aber Part 2 oder 3 muss es gewesen sein. Wow! Das war doch geil. Das war nicht so geil. Nee. Christoph, vielleicht kannst du da irgendwas mithelfen? Christoph, der ist auch relativ früh hinzugekommen. Der ist dann beim... Naja, ein bisschen später. Er ist dann im... Moment, Surfer. Der ist dann in... Part weiß ich nicht, aber... Bei Professor Platan, als wir dann dort in Luna City angekommen sind. Da haben wir den gekriegt als zweites Starter-Pokémon. Tja, was ich so alles noch weiß über die Parts. Lange ist es her. Ein Pokémon-Kampf gegen Freunde macht mich immer so nervös. Tja, Lesbian gewinnt 5100 Poké-Dollar und schwitzt wie eine Sau in seinem Winteranzug. Irgendwie muss ich gerade an unseren Kampf damals in Aquarelia denken. Das war das erste Mal, dass wir uns einen Pokémon-Kampf geliefert haben. Hallo, Zwergenfürst. Hi, Senna. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, nicht noch ein Kampf. Stören wir gerade? Nein, überhaupt nicht. Was führt euch beide hierher? Dasselbe wie ich, Senna. Als uns der Professor von Zwergenfürst berichtet hat, haben wir alles stehen und liegen lassen und sind gekommen, so schnell wir konnten. Als echte Fans. Wir wollen einen Autogramm von mir, oder? Zwergenfürst, entschuldige, dass ich dich damit so überfalle, aber wie wär's mit einem Pokémon-Kampf? Oh, Kacke. Ich hab's fast geahnt. Ein Herausforderer von Professor, von Pokémon-Tireno. Pokémon-Trainer Tireno. Ja, lesen kann ich ja sowieso nicht, wie ihr ja schon wisst. Das ist. Los, Christoph! Mein total zerstörtes Team hier, mein. Vom ersten Kampf völlig lediertes Team muss jetzt nun auch noch gegen Tireno kämpfen. Und vermutlich auch noch gegen die anderen beiden, die da noch. Komm, so kennt man es ja von Pokémon Y und das ist ja. Ist ja hier nichts Neues. Dann setzen wir schön Surf ein. Das war effektiv. Kann man so sagen. Los, Roserade. Naja, da kämpfen wir doch weiter. Das D kriegen wir auch mit Wasser weggespült hier. Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen. Surfer. Ja, könnte ein bisschen umständlicher werden. War eigentlich klar. Blatt-Pokémon gegen Wasser-Pokémon. Aber gut, hab ich gesagt, dass ganzen Pokémon gegen Wasser-Pokémon effektiv sind? Nein, das habe ich nie gesagt.
weil, ja, meine Erfahrungen in Pokémon. Lucario. Aurasphäre. Ja, vielleicht hilft das ja ein bisschen. Setze ich da jedes Mal wieder ein. Weil das sieht einfach so episch aus. Aber hilft nicht unbedingt, ja. Das sieht nicht gut aus. Komm, komm, komm. Irgendeine Attacke, die irgendwas nur... Ich brauche nur 2 EP hier, 2 KP hier. Knochenarzt wird abgewehrt. Ja, ja, so geht's auch. Roserade hat sich selbst verletzt und wurde besiegt. Vielen Dank. Lucario erreicht Level 53. Na dann. Nächstes Pokémon. Krebutak. Was soll das für ein Pokémon sein? Ah, die Weiterentwicklung von Krebskorps. Ich setze mal Aurasphäre rein. In der Hoffnung, dass das so. Ja, kann man so sagen, dass das gewirkt hat. Und? Du besiegst die Renault-Gegner. Na, no, das war doch ein leichter Kampf. Merkwürdig. Wenn ich gegen dich verliere, macht mich das gar nicht so traurig. Das ist wohl die Kraft der Freundschaft. Let's Bellman gewinnt 5200 Poké-Dollar und geht siegreich aus dem zweiten Kampf des Tages hervor. Na, will noch jemand gegen mich kämpfen? Nanu, Tyranno fordert jemanden zum Kampf heraus. Ich glaube, ich bin im falschen Film. Stimmt, das habe ich gar nicht bemerkt. Das war der erste Kampf gegen Tyranno. Der wollte bisher nicht kämpfen. Ach du heilige Kacke. Durch die Erlebnisse in Chromlexia bin ich ins Grübeln gekommen. Wäre Zwergenfürst nicht gewesen, hätte es sich ein für alle Mal ausgetanzt gehabt. Deshalb will ich ihn noch besser kennenlernen. Und was eignet sich besser dazu als ein Pokémon-Kampf? Ich weiß, das klingt eigentlich eigennützig, aber das ist eben meine Art, Danke zu sagen. Und der kämpft jetzt auch noch, oder? Tyranno, das ist ganz und gar nicht eigensüchtig. Ich finde, es ist wunderbar, wenn Trainer wie wir einander über Kämpfe besser zu verstehen lernen. Auch zuallererst sollten wir deine Pokémon wieder aufpäppeln. Und jetzt noch mein Team, Zwergfürst. Wo wir schon mal dabei sind, ich will dich auch noch herausfordern. Diesmal aber nicht zu einem Pokédex-Vergleich, sondern zu einem Pokémon-Kampf. Oh. Es war so klar. Eine Herausforderung von Pokémon-Trainer Torvato. Torvato. Das wird heute nichts mehr mit weiterkommen, das. So. Ich schwitze mir hier derweil die Winterjacke vom Körper und ja. Versuch dann mal irgendwas zu erreichen in dem Kampf. Zermürben! Also ist hier irgendwie. Kann hier irgendwie von allen herausgefordert. Gleich kommt noch die. Ich sag euch, gleich kommt noch die. Der wie hieß er? Serena von meinen Nachbarn hier. Das war so klar, die Brücke wirkte schon verdächtig. Das ist. Ich bin schon auf die Brücke gegangen, da dachte ich schon, da passiert gleich irgendwas. Gegen irgendwie muss ich kämpfen. Das war so klar. Christoph erreicht Level 57. Toveto setzt als nächstes Florgis ein. Okay, weiterkämpfen. Wir geben niemals auf. Dann würde ich mal sagen, Body Slam. Zerquetscht das eklige Ding. Oder auch nicht. Die sieht hässlich aus. Was ist das für ein Pokémon? Guckt euch das an. Das ist ein... Was ist das für ein Ding? Florges. Naja, ich weiß, Let's Play Marco sieht auch nicht besser aus.
Mein Pokémon Let's Play Markus sieht auch nicht besser aus. Let's Play Markus sieht hübsch aus, das muss man mal sagen. Also seine Facecam-Aufnahmen sind immer die besten. Jo, mal jetzt nicht über Let's Player geredet. Der Drachenbursch ist übrigens auch hübsch. Hat übrigens die beste Facecam überhaupt. Muss man mal sagen. Und am besten ist ja der Zwergenfluss mit seiner Facecam. Oh shit! Hat er jetzt nicht gesagt. Für die Leute, die es erst beim Zwergenfluss kapiert haben. Ja. Fühlt euch getrollt. Die Leute, die es erst beim Zwergenfluss bemerkt haben. Okay, dieser Kampf wirkt ein bisschen pink. Ich will ja nichts sagen, aber mir wird es irgendwie ein bisschen zu pink. Oh Mann, die hat eine Ausdauer hier. Ich attackiere die ganze Zeit mit Feuerattacken und die Pflanze bleibt einfach stehen. Das ist alter Falter. Jetzt bin Markus erreicht Level 43. Okay, noch ein Pokémon. Da kriegen wir doch auch noch hin. Justine erreicht Level 648. Nein. Ach Gott. Aerodactyl. Na gut. Ja, damit. Das kriege ich auch noch hin. Psychoschock. Ja, komm. Irgendwann später. Muss ich mal sagen. Was ist hier gerade passiert? Freier Fall. Auch. Ach du Scheiße. Let's Play Markus wurde besiegt. Ja gut, jetzt habe ich die Schnauze voll. Die Welte, komm. Hol dir das Ding. Jetzt hier. Attacke. Unheil schwingen. Mach's alle. Oh. Ja. Welte ist verwirrt. Das ist mal gut. Ich sagte, hol es dir. Mach's fertig. Antikkraft. Alter. So viel dazu, mein Team hat mich nie enttäuscht. Ja los, komm. Mach's glatt, Haus. Haus runter hier. Genau so. Ja, Wumms. Oder auch nicht. Hilfe. Welte kann gegen das Pokémon nichts an aussetzen. Scheiße, Mann. Finster Aura. Komm, das ist ein legendäres Pokémon. Mach's fertig. Antikraft. Ja, dieser Moment, wenn die Kamera einfach ausfällt. Ja. Shovato besiegt. Ja. Ich habe dich wohl unterschätzt. Deswegen gewinnt jede Menge Geld. Jetzt bitte nicht noch ein Kampf, bitte nicht noch ein Kampf. Ich möchte das endlich mal beenden, diesen Part hier. Ich habe noch so viel zu lernen. Oder bin ich vielleicht einfach zu schwach? Du machst dir Sorgen, dass du so zu schwach bist. Du bist ganz schön ehrgeizig geworden, Trovato. Ich glaube, diese Reise hat uns alle verändert. Vielleicht verdanken wir das aber auch unseren Pokémon und unserer Freundschaft. Apropos, wo steckt eigentlich Serena? Die trainiert gerade fleißig mit Mr. Mega. Sie meinte, wahre Freunde verstehen einander selbst, wenn sie nicht immer am selben Ort sind. Wahre Worte. Wie dem auch sei,
Wir haben noch etwas zu erledigen. Bis bald. Ich bin so froh, dass ich diese Reise gemacht habe. Sie hat mich an viele Orte geführt und in euch habe ich ganz tolle Freunde gefunden. Zudem bin ich eine Menge interessanten Menschen begegnet und habe viel erlebt, woran ich auch später noch gerne zurückdenken werde. Danke für alles, Igamaro. Hier, Zwergfürst, das ist von uns. Let's Play Ben erhält das Item VM05 Kaskade. VM05 wurde in der TM und VM Tasche verstaut. Damit kannst du die Kaskade im Kampf einsetzen, selbst wenn du noch nicht im Besitz des Arena-Ohrens von Fractalia City bist. Ich muss los. Bis bald. Ja, das war's dann auch, war eine epische Geschichte hier gerade, ja, die Brücke war ein bisschen, ja, war klar, dass die Brücke das bringt, und dann würde ich mal sagen, verabschiede ich mich auch hier gleich auf der Brücke von euch und sage, es war ein geiler Brückenpart, habt noch einen angenehmen fröstlichen Tag, gebt diesem Video einen Daumen hoch, sollte es euch gefallen haben, ja. Abonniert meinen Channel, falls ihr neu auf meiner Kanalseite seid und ja kein weiteres Brückenpart-Video vom Zwergenfürst verpassen wollt. Ja, viele Kämpfe in einem Part. Habt noch einen angenehmen fröstlichen Tag, habe ich schon gesagt. Ich weiß, ich wiederhole mich immer. Hat jemand eine neue Verabschiedung für mich? Ja, egal. Bis denn und ciao, ciao, adios. Haut drinne. Ich werde mir dann derweil mal eine neue Verabschiedung ausdenken. Ciao, ciao und adios.